wie dreist Profidiebe vorgehen und welche Tricks sie dabei anwenden. Diese exklusiven Bilder enttarnen die Maschen der Gauner. Bild dokumentiert zwei Fälle, die sich kürzlich in einem Elektrowarenhaus in Bergisch Gladbach abgespielt haben. Ein Mann schnappt sich einen Laptop, steckt ihn mit der Verpackung in seine mitgebrachte Papiertüte. Was der Gauner nicht merkt? Überwachungskameras zeichnen seinen dreisten Coup auf. Als er das Warenhaus wieder verlassen will, kassieren ihn Kaufhausdetektive ein. Noch ausgebuffter war ein anderer Dieb. Dieser betritt mit einer blauen Tasche das Geschäft und sucht gezielt das Regal mit den Smartphones auf. Dort schnappt er sich zwei verpackte Geräte. Dann geht er schnellen Schrittes Richtung Ausgang. Dort stoppt ein Mitarbeiter den Dieb. Der Klau-Coup des Täters? In der Tasche will er seine Beute rausschmuggeln, getarnt als Pizzakarton. Die Box ist extra mit Alufolie ausgekleidet, um die Scanner am Ausgang nicht auszulösen. Fast noch schamloser als ihre Taten selbst seien die Reaktionen der beiden Diebe. Kein Wort der Entschuldigung oder Reue, so der Detektiv. Welche Strafen den beiden Tätern droht, ist nicht bekannt.